Grüße euch und schließen wir eingeschaltet zu einer weiteren Folge Garten auf Banban. Jetzt sind Teil 4. Ja. Und anhand des Bildes hier würde ich jetzt sagen, es sind keine neuen Charakter hinzugekommen. Wenn ich es mal vorsichtig behaupten. Und ja, ich rede jetzt mal nicht großartig am meisten bei rum, sondern wir können jetzt einfach mal ein neues Spiel. Zuletzt sind wir mit einem Aufzug ja nach unten gefahren und haben den kleinen Spatz da dabei gehabt. Alter, je nach ihrem vermissten Kind zu suchen, ist die Zeit eine heikle Angelegenheit. Klicken Sie auf die oben, die Zeit zu verlängern. Okay. Also wir haben hier so ein Burgtor mit zwei so Hirschsymbolen, zwei Fackeln und da oben ist eine Brücke. Mhm. Jetzt sind hier plötzlich so Karren da. Jetzt ist das Tor offen. Gott. Ein Schneckenpanzer. Er ist weg und die Karren auch. Die Fackeln sind aus. Ein lustiges Spiel. So. Ja, kleine Wutz, du. Komm, wir tragen dich hier ein bisschen rum. Oh oh. Lass mich zuerst mal registrieren, was los ist. Weiß nicht mal eine Minute im Spiel und schon sind wir tot. Sie. Okay, um wiedergeboren zu werden. Besser gesagt, E drücken, um wiedergeboren zu werden. War mein Kleiner. Ist aber eine schnelle Schildkröte, muss man schon sagen. Aber Kurven sind ein Problem für ihn. Wenn wir ewig weit ziehen, sich das denn noch. Hey, was machen wir für Part 4 als erstes? Wie heißt, wenn wir den Spieler in den ewig langen Gang mit vielen Verzweigungen vor irgendeiner Riesenschildkröte weglaufen lassen? So. Ein Schmarrnpferd, ich habe ihn aber ordentlich abgehängt. Oh, was ist los? Bist du zu fett? Hm? Bist du zu fett? Setz dich mal hier hin. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ich kann ja so nicht mal gefuttert hier. Hm? So, mal hier sitz. Aber es war einfach. Rennst du mir hinterher, Kleiner? Oder rennt mir hinterher? So. Hm? Wo ist jetzt hin? Da ist er. Eine kleine. Okay, rechte Maustaste, um Spielzeug zum nächstgelegenen Raum zu teleportieren. So, macht man hier oben Sitz hier. Schön Sitz machen, ja? Nehme ich gleich wieder mit. So. Tut, tut, tut. Haben auf jeden Fall einen kleinen Freund gefunden. So. Tut mir leid, dass ich mich im letzten Teil so erschreckt habe. Ich kann nicht aufheben. Na komm. Ich kann nicht hochheben. Rennen sich unsere Wege hier schon? Oh, es tut mir aber, leid. Weiß nicht, ich konnte nicht hochheben. Okay, hier ist ein ewig langer, sich ziehender Tunnel. Hm? Bin ich tot oder was ist denn passiert? Kindergarten, ne? Man kennt's ja. Es ist mit dem Kindergarten ist immer noch die Sache, wie auch noch ich verstehe. Also dieser Kindergarten ist so groß wie drei Flughäfen. Oh nein, ich werde verhört. Listen up, criminal. That whole act of you being unconscious won't work on me. You're a prisoner now. Oh nein. You'll do what you're told without any questions. Understood? Now your first task is very simple. I will ask you yes or no questions, and you'll answer them using the buttons on your left and right. Okay. Facing forward, the button on your right is a yes,
and the button on your left is a no. Mhm. Question one. Nee, warte. Someone locked up all the criminals in the swamp on the level above. Was that you? Ich war's. You saved a lot of time for someone that needs every minute on their hand. So thank you for that. That someone shall not be mentioned. Es wird ganz schön moving on. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Ich denk schon. Really? I'm surprised you're still in one piece. Third piece. Question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Okay, wir wollen in Berührung gekommen, ja. Heads up. Fourth question. Er ist ein bisschen lauter, have you ever Junge. Come in contact with the threat shown on the board? Bis jetzt noch nicht, nein. I thought so. You must have come from the floors above. Fifth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Ja. That one gives me the creeps. Der hat mich sogar einmal gefressen. Sixth question. Ich sehe einen Headcrab. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Bis jetzt noch nicht. Aber ich sag trotzdem mal, ja. I could tell something about your answers were fishy. Alright. Grab your belongings from the back and step out of the room. So, mach auf. What a waste of time. You don't even work here. What on earth are you doing this deep down anyway, partner? You know what? Follow me. We can talk more inside. It's not very safe out here. In Ordnung. Folgen wir mal dem Knetmännchen hier. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Careful here. It's not very sturdy. Da sagt derjenige, der direkt an der Kante rennt. Sag mal, kannst du mal NPCs nachrennen? Die sind immer schneller als einen. Wenn ich jetzt sprinten tue, dann überhole ich ihn easy. Das ist... Ich liebe dieses Feature. Welcome to the Kingdom. Kingdom Come Deliverance. Gegen wen wollt ihr euch denn hier verteidigen? It's not up to me to decide what to do with your partner. We need to talk to the Queen. And when we do, show respect. Ja, okay, so ein... Ah, guck mal, das ist das Känguru aus der letzten Folge, haben wir noch nie gesehen. Ist irgendwie schön, dass man jetzt mal die Charaktere sieht, die man vorher noch nie gesehen hat. Also, wir dürfen nichts sagen. Nichts sagen, nichts bewegen, weil sonst reißt sie in Stücke. Your Majesty, I've finished interrogating the new captive. Kuckuck. And how would you rate the fruitfulness of that interrogation on a scale of 1 to 10? 0. They don't talk much, and I think they came from the surface. The surface? Hör mal einfach mal zu, was sie sagen. Did they say what they're doing down here? I'm afraid not. A worried parent can spot another worried parent from a mile away. I've heard the screams and the crash from above. You're here in search of your child. I fear you won't find them. Most humans have ceased to come down to this floor for quite some time now. We can help with getting you back up to the upper floors, but allow us to introduce ourselves first. I am Queen Bouncilia. The ruler of the kingdom. This is Sheriff Toadster, the protector and only other citizen of the kingdom. What mich? I apologize on behalf of both myself and the sheriff for the rough reception. We've all been a little on edge lately. I'm sure you can understand. How's the elevator back up doing, Sheriff? Not too well. Kille, kille. It's missing some crucial parts. 3 to be exact. Do you know where these parts are? Yes, Your Majesty. I was previously too occupied to go collect. Die reden miteinander, aber die gucken mir die ganze Zeit nach. The coming hours will be rough for us all. But this is not your battle, parent. Sheriff, accompany the parent and go grab the missing parts. But Your Majesty, we
should be focused on protecting you. You win, once you two get back with the parts in hand. Alright, you heard the lady. Let's head to the station, partner. Okay, partner. You get by too well for someone who doesn't utter a word. You know that? Oh, Hallöchen. Maybe I should talk less and see where that gets me. Much of what the Queen has said really downplayed our situation. We're in trouble. A lot of trouble, partner. Wir sind Queen's Partner, aber wir machen es auf meine Art und Weise. No matter what happens, he must not make the Queen laugh. Otherwise, what's in her pouch escapes, and we all die. Wir sind Partner, aber wir machen es auf meine Art und Weise. So. Kann ich den Kleinen auch wieder absetzen? Jo. Aber ich nehme ihn halt mit. Der muss nicht laufen, wenn er nicht will. So. Na? Das ist aber ein weiter Weg hier. Sehr weiter Weg hier. Aber weißt du was, ich hole den jetzt einfach. Oder ich bleibe hinter ihnen, weil ich an ihnen meine Helmokolie nicht vorbeirennen kann. Ach Mensch, Hallöchen. Wow, da wird für eine Milliarde Bandcoins gesucht. Bitcoins. I believe it's 2 tickets per rider. 2 for me, 2 for you, and 2 for little Beak here. There should be some scattered around here. Okay. Der Captain, er wird auch für eine Milliarde gesucht. So, hier brauchen wir irgendwie... Du musst keine Tickets zum Einfangen einfügen. Hier liegt noch ein Ticket. Tickets, please. So, Nummer 3. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Du hast keine Tickets zum Einfügen. Hallöchen. Oh, ich komme gar nicht weiter. Ich stecke hier fest. So, haben wir Nummer 4. Hier ist Nummer 5. Gehen wir von aus, ich brauche 5 Stück. 1, 2. Da ist noch eins. Dann brauchen wir halt eben 6. Dann brauchen wir halt eben 7. Hm? Oh, doch nicht. Er ist geflohen! All aboard! Geht zu dem Sektor, der Farbe gelb markiert. No? I get your confusion, partner. I really do. What's a massive bipedal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo queen for? Tja, gute Frage. After I was thrown down here by your kind like I was trash, I was hopeless, aimless, cold, and miles away from the promised surface. Long story short, I was found and accepted at my lowest. It was then that I declared myself the ultimate protector of the queen. It's a cause worth fighting for. Good-hearted individuals deserve protection. Gutmütige Menschen. Na komm, Kleiner, muss schneller fahren. Brems. Oh, wir sind schon da, oder? Let's get this over with. Was ist das denn? Also, ist diese Schildkröten-Typ da, dem sind wir heute schon begegnet. The part we need should be in the administration room, within the ventilation corridors. But it looks like the door's locked. Also, macht denn der hier jetzt genau auf? Hier, mein Kleiner, bleib mal hier drauf stehen kurz. Ups.
Dann stellt sich auf den Tisch. Stell dich auf den Tisch. Und nun? Na, Großer? Geh mal aus dem Weg. Der zweiköpfige Freak. The Feline. Keine Ahnung, was Feline. Da wäre noch ein Knöpfchen. Kann ich mit dem interagieren oder ist der... Död. Der Knopf wird gar nicht richtig gedrückt. Maximal drücken. So ist gut. Bleib schön stehen. Jetzt. Okay, jetzt können wir auch wieder runtergehen. So. Ist ja gut. Komm her. Ich kann nicht hochheben. Wir gehen jetzt da rein, oder, Bub? Schon okay, ich hab verstanden. Ich muss mich nicht selbst drum kümmern. Schön dunkel hier. Oh, what? What's happening? You stay in there and don't move. I'll figure out a way to get the door open. Ich muss die Drohne da oben an den Knopf hin drücken. Hi, I'm a hungry snake. Do you have any food? Nö, leider nicht. Oh nein! Schnell öffne die Tür! Los, erschieß ihn! These Toadstars never disappoint, partner. That, my friend, was the jester I was talking about. AKA Bitter Giggle. He now knows we're not at the kingdom. Let's grab the party, get out of here. Der hat seinen Sheriff-Stern auf ihn geworfen. Behaupte ich mal. So. Was haben wir hier? Can sense danger. Five, dann heißt aufpassen. Na okay. Wait. I know my enemies. We're being stalked. Wer weiß nicht schon die ganze Zeit? They make perfect traps. I'm sure there's a way we can tell which ones are rigged. We just need to figure it out. Keine Ahnung, vielleicht mit dir, mit dem Kleinen hier. Scheiße, wie viel sind denn das? Was ist eigentlich unser genaues Ziel jetzt gerade? Ich bin noch stehen geblieben. Entfernen die Headcrab von meinem Gesicht. Das E war gelb aus Gründen. Und dieses Mal ist das E grün. So, und diesmal schlag ein bisschen früher Alarm, ja? Ich bin stehen geblieben in dem Moment. Okay, warte mal, wir müssen was anderes machen. Vielleicht muss man mit dem kleinen Vogel in der Hand die Dinge angucken. Kommen wir nicht weiter. Ich glaube, ich verstehe es, wie es geht. Geh durch. Okay, hier nicht durch. Dann nehmen wir den Weg hier. Zurück. Da muss der Weg hier frei sein. Okay, erst komplett links, dann komplett rechts. Der Weg ist es nicht. Okay, Mitte. Links, rechts, Mitte.
Links, rechts, Mitte, links. Links, rechts, Mitte, links, links. Na, aus dem Weg! Links, rechts, Mitte, links, links, rechts. Können auch viermal das ganze Zeug hier machen. Hier nicht. Okay, jetzt einfach mal kapiert, wie es geht. Nein, dann wieder links. So. Zurück. Okay, noch zwei Türen. Zwei Gänge. Zurück. Na. Muss nicht so direkt mir an die Pelle rücken, Junge. So, einmal noch das Ganze. Verstehe ich, warum der das so ewig lang machen muss hier. Der Entwickler. Echt keine Ahnung. Ich meine, 5 dieser Dinger hätten auch gereicht. Warum muss ich da 20 Mal das Ding machen? So. Hätte die fein gemacht, ganz brav. So. System Operate. Okay, wir haben hier Temporary Shutdown und eine Tür. Mit der kann ich interagieren. Mit der kann ich das machen. Na? Ich bleib immer an dem stecken. Und so, wir haben Zahnrad gefunden. Let's head back and see if it'll fit. Wir folgen einfach mal. Na Kleine, na komm mit. So, los, beeilen wir. Gehen wir zurück. Laufen Sie! Ach Mann, ich liebe diese NPC-Geschwindigkeit einfach immer. Wenn die NPCs, wenn man ihnen folgen muss, immer langsamer sind. Also mit normaler Geschwindigkeit immer schneller sind und wenn ich rennen tue, immer langsamer sind. Das ist. Ja. Na, freut er sich wenigstens. So, wir sind wieder da. Müssen wir jetzt durch die Tür hier durch, oder? Oder wir müssen da hinten entlang. So, wo müssen wir hin? Ah, hebst du das Beinchen zu hoch? Wo müssen wir als nächstes hin? Grün, oder? So, gar nichts. Ich weiß nicht, aber ich fühle mich hier irgendwie unwohl. Sheriff. Oh, unser kleiner Vogel hängt hinten uns dran. Will eigentlich nichts erzählen irgendwie? Steht nur da und grinst mich an. So, müssen wir nicht dahin? Ich vertraue einfach mal, wo wir hinfahren. Ewig lang hier diese... Hier sind wir da. Nee, anscheinend nicht. Ah, Müdigkeit macht sich breit. Sind wir jetzt da? Na gut, das ist ja jetzt die Station. Let's head for the elevator to see if the part fits. Klar, wir brauchen nur das eine Teil hier. Also wir brauchten 3 Teile. Aber der Kleine schon vorausrennt. Folgt mir hier doch einfach mal, die hat wenigstens eine passende Geschwindigkeit.
Mütze. Ich bin schief. Ist das überhaupt der richtige Weg? Ah ja, da ist er. Da ist er tot. Mr. Toad. Diese riesigen leeren Räume des ja, Kindergarten halt. Hier sind immer früher ganz viele kleine Kinder rumgelaufen. Und jetzt nicht mehr. Ach, der Aufzug hier. So. Hallöchen, mein Kleiner. Das war jetzt zu schnell. Es war genau time, was da stand. Wenn ihr es nachlesen wollt. Leg das Stück hin. Ach so. Perfect. That's one of three. I'll stay here and put everything together. For now, maybe just hang around the place and talk to the queen when you're ready. Welche Wohnung? Was für eine Wohnung? Ein leerer Raum? Was denn für eine Wohnung? Hätte man nicht gleich die anderen Teile holen können? Ich meine, immerhin gibt es hier so etwas wie... Naja, Dringlichkeit? Weiß er nicht. Okay, ich bleib sogar hinten, der Kleine. Ja, wir können uns hier mal ein bisschen umsehen eigentlich mal. Ich meine, warum nicht? So, hier ist ein Fernseher mit Kassette. Hier ist das Wandbild da. Das wird das Bild ganz am Anfang gewesen sein. Wobei, das sind die Fässer falsch. Aber da geht die Treppe ja nach oben. Das ist schon das. Treppe sei eine Rampe. Nee, doch nicht. Es ist eine Treppe tatsächlich. Gut, dann reden wir mal mit der Queen. Na? Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir angekommen sind. Welcome back. I hope your journey was worth it. Oh, das hoffe ich auch. Elevator a little more usable. I wanted to let you know how much I respect the things you are doing to get your child back. Putting your life on the line and fighting forces far more powerful than you like that is just admirable. As a token of my respect, please accept this blue keycard. While not much, it is what we consider a symbol of trust. I am proud to announce that you are officially a citizen of the kingdom. Feel free to stay as much as you like, even after you get your child back. The kingdom can now proudly announce that it has reached a population of 5. I say 5 because a friend of yours showed up while you were away. He was in a damaged state, so I told him to stay in the infirmary. He asked for you, so perhaps you could speak with him when you have time. Die sind zu fünft? Ich nehme diese Karte mit Dank an. So, dann gucken wir mal, wer auf der Intensivstation jetzt rumliegt. Wer könnte es denn sein? Naja, jetzt muss ja im Grunde genommen einer von den ganzen Charakteren sein. Irgendwie habe ich da so eine Vermutung, der sieht mich gerade so an mit einer Zunge rausgestreckt. Dann schauen wir doch mal, wer da drin liegt. Aha, da ist er drin. So. When the Queen mentioned having Hallöchen. Many visitors in one day, I knew it had to be you. Listen, whatever happened to me, whatever I tried doing to you, just know it wasn't actually me. I was forced to obey without much thought. I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know the true reason why. Still, I want to make it up to you. The Queen filled me in on the situation with the elevator. I want to help with that.
I feel much more in control now. I'll come help you find the missing pieces of the elevator. I just need to rest for a little bit, and I'll meet you at whatever that station is. Na gut, wir sind Bescheid. Beantrage die Schlüsselkarte für die Zelle am Ende des Flurs. So. Am Ende des Ganges. Mal gucken, was hier Snaggy. Jemand wartet in der Zelle am Ende des Flurs auf dich. So, ist das so? Dear Mommy, we just had the best party ever. Hallöchen, Mr. Krakenmann. Er hat alle Rohre verstopft. Wo ist ein Gefangener? Na gut, aktuell macht er nichts. Und wir haben das Ende der Folge erreicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Garten auf Banban wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.